Hallo Leute, mein Name ist Sozialer Instock und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Card Game. Heute mal wieder mit Klartes Spenden und ein großes Pack Opening. Freue mich auf jeden Fall voll drauf. Mit weiteren Belohnungen und Co. Wir kriegen mal wieder vom Mauzi eine Menge Zeug und lösen natürlich auch das Zeug ein. Doch bevor ich irgendwas einlöse, checke ich kurz nach, ob die Aufnahme auch komplett klappt. Ja, sie klappt. Und wir kaufen uns natürlich wieder Booster Packs von dem Money. Der legendäre Schatz hat mich beim letzten Mal beim Livestream sehr gut überrascht und deswegen hole ich mir noch eine davon. Dann ist Welten im Wandel mal wieder ein schönes Pack. Mit den schönen Full-Hard-Karten. Und ihr könnt übrigens in die Kommentare mal schreiben, welche Packs ihr sehen wollt. Und dann darf ich noch ein bisschen Nostalgie erleben mit der Hoheit der Drachen. Öffnen wir die heutigen Packs. Begonnen mit der Hoheit der Drachen. Okay, wir haben Karmazat, Nasek, Yamba, die hatte ich sogar mal. Konvas, Torso, Rosarade, Mummtier, Waters, Back, Nostalgie. Kanidoris, zwei Verdeckte, die erste ist Tijafalo, und zwar die andere Form. Die ist nicht so gut wie die erste, aber auch cool designed. Und beginnt ja schon mal gut. Tiomium EX. Tiomium EX. Das nenne ich mal eine schöne Karte zum Start dieses Pack Openings. Dann als nächstes legendäre Schätze. Was haben wir hier? Auf jeden Fall jetzt schon eine doppelte. Drei Verdeckte. Trassler. Das sind eine Menge Kameraden. Schito. Und dieses Pichonella. Pimplim. Bambinos. Und die Verdeckten sind... Als ob! Nee! Genau an selber Stelle. Genau im selben Pack. Im letzten Livestream. Gab's diese Karte schon einmal. Also wer den Livestream noch nicht gesehen hat, der sollte ihn auf jeden Fall nachsehen. Gab es genau diese eine Karte in diesem Pack an genau dieser Stelle. Wenn die anderen zwei widerlegig sind, das war auch beim letzten Mal, dann raste ich aus. Nee, das wäre auch zu großer Zufall. Mottefüll und... Braunschwarz. Ich glaub's einfach nicht. Mio EX einfach schon zum zweiten Mal. Woo! Diese Packs sind gut. Dass ich einfach schon zum zweiten Mal dieselbe Karte EX ziert. Eine doppelte EX. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Hoho. Räumt ab. Dann kommt jetzt Schwert und Schild. Okay, ein geflechtes Summonin, verschiedene Karten, Buschwisch, neuer Superball, Galagenedax, die erste verdeckte ist Powder Guy und die zweite ist Gengar in einer Holo. Okay, nicht so die guten Karten, aber wir hatten schon sehr gute gezogen. Buntes Gleichgesinnten, dort habe ich meine erste GX im Real Life gezogen. Zwei Verdeckte. Eine Feenenergie. Datini. Gololus. Ein süßes Pikachu. Eurohut mit Zapdos im Hintergrund. Wow. Solkex. Teamwechsel. Okay. Jubelball. Klatzel. Die erste ist Mantrax. In einer leuchtenden. Und. Zembura GX.
Räum ab! Simbuha GX! Auch keine schlechte Karte. Eieiei, oh, das mit GX ist geteamt. Mit meinem Team, oh weia, das ist gefährlich. Das ist einfach nur gefährlich. Keine schlechte Karte. Und zum Schluss, Welten im Wandel. Nur zwei neue. Den Rest hatten wir schon mal. Ein Jitsu mit einem Einfach-Arc, ein Evoli und... eine neue Karte, war schon real. Bisschen enttäuschend, aber wir hatten vorhin zwei gute Karten. Und einfach mal eine doppelte. Das hatte ich auch noch nicht. Eine doppelte. Na dann gehen wir in den Versus-Modus. Und spielen ein bisschen Pokémon Card Game. So, ein Gastspieler. Die haben nicht sehr viele GXs, außer die spielen schon lange. Höchstens zwei. Okay, Flunkier hätten wir. Ich nehme Flunkier. Dann kann ich nämlich gleich mein Tag Team beirufen. Alles klar. Oh, er hat Head dran. Rausgeholt. Wie? Zweimal und Pikachu. Eine kenne ich sogar. Okay. Doppelhuf. So, ich muss jetzt einen kurzen Moment weg. So, wenn jetzt hat der seinen Zug gemacht, ein Wahlhelm, eine Energie rangehangen, alles klar, ich verstehe schon, was er vorhat. Tja, jetzt muss ich zurückziehen. Und austauschen. Bringt ja momentan nicht viel, aber wenigstens etwas. Und ja, ich verwende meinen GX-Angriff immer noch nicht. Mische mal. Hoffe, dass was Gutes dabei ist. Ein Schwerball. Das heißt, Schlinking kann reinkommen.
Wobei. Das. Die beiden Bisons machen mir echt Gedanken. Ach, der Abseitsbund ist am Start. Ich glaube, ich werde es gleich mal mit der Spezialattacke töten. Aber bisher ist er ein Ehrenspieler. Er hat noch keine GX gezogen. Oder EX. Zirbus, okay. Auch nicht schlechte Wahl. Aber der macht mir eben Sorgen. Mit 80 Schaden. Nicht zu unterschätzen. Okay, er hat seine Karten ausgetauscht. Nach dem Tag Team mache ich übrigens meinen Abseitsbund für die Sicherheit bereit. Bell, alles klar. Aha, die beste Energie, aber die brauche ich gerade nicht. Braucht den GX-Angriff in dem Fall der Fälle. Und töte lieber dieses Pokémon. Bringt mir ja nur eine Karte ein. Aber eine wertvolle. Bisher kann ich nur sagen, schönes Deck, denn er schlägt sich sehr gut. Jetzt wird es so langsam sein, dass ich meinen Schlinking vorbereite. Okay, er wechselt wieder aus. Hat alles auf den Ablagestapel gelegt. Darunter war ein Blitz hier. Das heißt, er hat ein Nevoli im Team. Das scheint ein Ehrenspieler zu sein. Oh, und er hat die Bank erweitert. Jetzt wird's cool. Jetzt wird's lustig. Der hat die Bank erweitert. Sobald diese Karte fällt, wird's echt interessant. Keine Doppelenergie mehr da. Da muss ich anders durchdenken. Dann nehme ich eine Tauschkarte als zweite am besten. Pokémon Fanclub. Und die Tauschkarte. Wieder 60 zu und weiter geht's. Aber das mit der Erweiterung Bank ist eine coole Entscheidung gewesen. Cool gemacht. Aber irgendwie merke ich, dass dieser Gastspieler noch nicht viel Erfahrung hat. Er ist ein Ehrenspieler. Das merkt man sofort. Allerdings merkt man auch, dass er nicht genau weiß, was er tut. Da tut es mir richtig leid, die ganzen GXs zu verwenden. Oh, und ich habe die Energie fast vergessen. Danke für die Erinnerung. Aber er hat noch gute Chancen. Ich halte mich ja zurück.
Aber sein Headhunt wird gleich fallen. Das ist klar. Aber er ist ein Ehrenspieler. Und das freut mich. Okay, ich habe die Tauschkarte erhalten. Werde die allerdings noch nicht einsetzen, da es noch keinen Sinn macht. Erstmal dieses Hattern außer Gefecht setzen. Der Schaden ist gesunken. Er hat einen Spezialeffekt bekommen. Ach so, wenn ich ihn besiege, zieht er. Ja, ich habe ihm in gewisser Weise damit geholfen, aber das nützt ihm leider nicht viel. Ich habe die Ninja GX in Händen und ja. Es ist ein Ehrenspieler, dieser Gastspieler, ganz ehrlich. Hut ab. Hut ab. Ah, das ist Evoli. Es ist das Starter Evoli. Oh, der tut mir so leid. Er tut mir so leid. Ja, und schon hat sich der Ehrenspieler gewechselt. Da kommt die erste Jinx. Jetzt ist sein Ehrenspieler vorbei. Okay, die Gnade ist vorbei. Er hat eine GX gezogen. Dann kriegt er jetzt richtig drauf. Dann ist der Spaß jetzt vorbei. Boom. Der Spaß ist zu Ende. Du hast einen GX gezogen, jetzt kriegst du entsprechend drauf. Er versucht alles, aber ich gebe keine Gnade mehr, als er die GX rausgeholt hat. Willst du mal deinen Zug wechseln? Ihm gehen auch so langsam die Karten auf, möchte ich darauf hinweisen. Ach halt, da ist ja jetzt meine Cam. Dummerweise aufgrund des Bugs. Er holt noch eine Jinx raus. Jetzt bin ich sauer. Nee, natürlich nicht. Aber jetzt gibt er keine Gnade mehr. Komplett. Und jetzt hat er sich selbst in gewisser Weise ein Grab geschaufelt. Ich brauche nicht mal auszuwechseln. Der ist eh. Nun, RIP. Mit 180 pro Angriff. Hübsch. Tja, Schaden. So, er kann jetzt noch ein normales reinschicken, aber danach muss er eine GX nutzen. Aber wenn er seine
Higgs nutzt hat ein Problem. Ist jetzt egal, wen ich von den beiden einsetze. Der Schaden ist derselbe. Haha, er will aufs Ganze gehen. Aber wenn der stirbt, war's das. Ich hatte wirklich gehofft, das wäre ein Ehrenspieler. Aber nein, es änderte sich sofort. Zwei Raichu GX. Der weiß wohl nicht, dass er zwei Preiskarten bezahlen muss. Der Richter, aha. Ist mir völlig egal, ich habe sogar noch meine Absicherung. Okay. Interessant. Was hat er vor? Ich glaube nicht, dass er einen Pokémon-Fanclub hat. Und wie meinst du das? Oh, er hat einen Reshiram. Bell hat er sich wieder geholt, alles klar. Keine so kluge Entscheidung, muss ich dazu sagen. So. Feuer! Ich brauche nicht mehr vorzubereiten. Mein Schlinking ist ja auch noch ready. Und das kann niemals gleichzeitig mit Schlappohr K.O. gehauen werden, egal welche Kombi er jetzt raushaut. Zwei Pokémons gleichzeitig K.O. zu hauen, ist eine fast unmögliche Sache. Na dann, geht's jetzt richtig los. Würde ich mal sagen. Und das war sein einziges Drachen im Deck? Das war ja Drachen abgebildet und der einzige Drache ist Reshiram. Na klasse. Er hat verloren. Gut gespielt. Geben wir ihm den Gnadenstoß. Und das war der Sieg dieses Matches. Und wir kriegen auch noch eine schöne Menge Money. Das waren ein paar schöne Packs, eine schöne Runde. Und weitere schöne Sachen. Tja. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.